Schulz. Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ja, mit Aung San Suu Kyi kehrte eine der symbolstärksten politischen Persönlichkeiten der Welt in den Gestaltungsprozess ihres Landes zurück. Und die überwältigende Unterstützung, die sie nun bei ihrer Wahl zur Abgeordneten erhalten hat, weist sie eindeutig als Hoffnungsträgerin ihrer Nation aus. Aber, und darauf möchte ich hinweisen, das Parlament, in das sie gewählt wurde, hat jedoch nicht die Macht, um die Zukunft des Landes in eine andere Richtung zu lenken, als die Militärs dies wollen. Und die Generäle haben eine Verfassung eingesetzt, die die Kontrolle über das Parlament garantiert, auch künftig. Es wäre also ein wichtiges Signal für die Ernsthaftigkeit des Veränderungswillens von Präsident Thein Sein, wenn er die neu gewählten Abgeordneten nun nicht zu zwingen versucht, den Schutz dieser obsoleten Verfassung zu beschwören, um ihr Mandat antreten zu können. Ich will gern anerkennen, dass es in den letzten beiden Jahren eine Reihe von positiven Veränderungen gegeben hat. Dennoch bleibt, und da stimme ich allen Kolleginnen und Kollegen zu, ein weiter Weg zu gehen. Das Scheinwerferlicht auf Suu Kyi darf uns nicht blind werden lassen für das Schicksal weiterer politischer Gefangener, für fortgesetzte militärische Operationen gegen Teile der eigenen Bevölkerung, für das Elend der Flüchtlinge und für die Bereicherung einer kleinen Elite in einem bitterarm, noch immer bitterarm Land. Kommt nun wirklicher Wandel oder droht ein erneuter Rückfall? Meine Fraktion unterstützt Aung San Suu Kyi in ihrer Forderung, die EU-Sanktionen nicht oder auszusetzen, aber nicht endgültig aufzuheben. Damit würden wir ihrem Land Möglichkeiten zur Überwindung der Armut eröffnen und die Militärs zur Fortsetzung des Weges zur Demokratisierung ermutigen. Wir würden jedoch auch zeigen, das Europäische Parlament bleibt wachsam und ein Rückfall in die Diktaturen hätte Konsequenzen. Danke.